Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie auch im Namen der Partei der Vernunft hier in Waldmichelbach. Mein Name ist Gerhard Bräunig. Ich bin Bundesgeneralsekretär und war einer der Leute, die Partei der Vernunft vor 3,5 Jahren gegründet hat. Ich habe vor, Sie heute Abend hier durch diesen Abend ein bisschen zu begleiten, möchte aber nicht zu viel reden, weil wir wirklich hochrangige Gäste hier haben, die wissenschaftlich wesentlich mehr zu sagen haben wie ich. Seit Wochen erfahren wir aus der Presse, aus Funk und Fernsehen, dass die von der Bundesregierung verordnete Energiewende uns einen Haufen Geld kosten wird. Die wachsende Zahl der Bürger, die sich den Strompreis nicht mehr leisten können, die ihre Stromrechnung nicht mehr bezahlen können, liegt aktuell bei ungefähr 600.000 Haushalten. Gerade haben die Energieversorger wieder eine Preisrunde von 10% oder mehr angekündigt, zumindest die großen. Industrie und Handwerk schlagen Alarm. Bürgerinitiativen und Umweltgruppen gehen auf die Straße deswegen. Ich freue mich auch, dass das so viele hierher gekommen sind, um den Protest endlich mal auch in die Medien zu bringen. Es sind auch einige Medienvertreter hier. Die etablierte Politik verschließt sich aber diesem Protest durch die Bank. Es gibt in allen Parteien nur Zustimmung zu Windrädern und zu einer Energiewende, die so einfach nicht bezahlbar ist. Im Landkreis Bergstraße, die treiben diese Initiative gemeinsam mit Erneuerbar.com so rasant voran, dass man kaum noch nachkommt, was da alles erzählt wird. Dass unsere Demokratie und unsere Natur hier im Odenwald auf der Strecke bleibt, das muss ich, glaube ich, gar nicht mehr erwähnen, weil wir werden alle nicht gefragt, was hier passiert. Ein echter Nutzen durch Windkraftwerke ist in der Region hier einfach nicht darstellbar. Wir werden das nachher auch nachweisen. Es wird einfach drauf losgebaut, ohne Sinn und Verstand. Der zu erwartende Schaden ist unabsehbar. Dieses ziel- und planlose Vorgehen, das können wir in Deutschland inzwischen schon an vielen Punkten beobachten. Es seien nur so glorreiche Projekte wie Stuttgart 21, die Hamburger Elbphilharmonie oder der Berliner Flughafen genannt. Genau die gleichen Prozesse kann man jetzt hier auch bei der Energiewende beobachten. Es wird einfach drauf losgebaut, ohne irgendwelche Spezialisten zu fragen, ohne sich einmal vorher zu informieren, ohne überhaupt einen richtigen Plan zu haben. Fragen Sie mal Ihre Abgeordneten im Landtag oder im Bundestag, die kommen ja auch ab und zu hierher, wie der Plan ist, es wird Ihnen keiner einen sagen können. Wir stellen deswegen die berechtigte Frage, ist diese Energiewende wirklich so alternativlos, wie es uns die Bundesregierung, allen voran Frau Merkel, glauben machen will? Ich begrüße jetzt unseren ersten Gast. Professor Dr. Lüdecke ist Diplomphysiker und in meinen Augen ein bekennender Klimarealist. Er ist Vizepräsident des Unabhängigen Europäischen Instituts für Klima und Energie, kurz EIGE genannt. Er wird in seinem Vortrag erläutern, wie die Wende der Klimawende aussehen könnte. Guten Abend, Herr Professor Lüdecke. Ja, ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung und sehe, Sie sind zahlreich gekommen. Ich nehme an, dass einige von Ihnen Bedenken haben, wenn hier plötzlich Windräder erscheinen vor Ihrer Haustür. Nun, andere werden vielleicht keine Bedenken haben, im Gegenteil, sie werden profitieren. Vielleicht der eine oder andere Landbesitzer, der sein Grundstück dafür verpachten kann, oder vielleicht auch der Bürgermeister, dem dadurch Mittel zufließen, Subventionen zufließen. Was allerdings feststeht, ist, dass die sogenannte Energiewende einiges bewirkt hat. Ein großer Teil unserer deutschen Landschaften haben sich zweifellos verändert. Zweifellos sind die Strompreise gestiegen. Für die Industrie natürlich noch nicht so sehr, aber für den normalen Verbraucher. Und ich möchte eigentlich mehr jetzt auf die Frage in meinem Vortrag eingehen, wenn man solche Veränderungen in der
Stromwirtschaft, das ist ja hauptsächlich der Gegenstand der Energiewende, vornimmt, haben wir überhaupt einen Nutzen davon? Welchen Nutzen haben wir davon? Welchen Schaden haben wir eventuell davon? Lohnt sich diese ganze Aktion? Also ich will mehr aufs Allgemeine gehen, denn speziell auf Windräder werden ja meine Nachredner noch im Einzelnen eingehen. So, vielleicht ganz kurz noch etwas zum Allgemeinen. Ich bin kein Mitglied der Partei der Vernunft, befürworte aber das Programm. Ich bin auch nicht der Vizepräsident von EIGE, ich bin der Pressesprecher, um mal ganz bescheiden zu sein. Aber das macht nichts. Ganz kurz, wie verläuft der Vortrag? Ich werde im ersten Teil des Vortrages über Energie sprechen, ganz allgemein. Also was beinhaltet die Energiewende eigentlich? Was passiert da eigentlich? Was hat die Bundesregierung mit uns hier vor? Und im zweiten Teil will ich ganz kurz über Klima sprechen, denn dieses Thema ist ja eng mit Energie verknüpft. Das werde ich Ihnen nicht, werde Ihnen sicherlich nichts Neues erzählen. Sie wissen das alle, dass ja ein Großteil der Maßnahmen, die hier stattfinden, die hier stattgefunden haben und jetzt noch weiter stattfinden sollen, mit dem Klimawandel begründet werden. Darf ich um das erste Bild bitten? Ja, zunächst mal Energiewende. Was ist denn eigentlich passiert? Und wenn Sie sich mal hier in diesem Bild anschauen, die Fakten, so viel ist gar nicht passiert. Ich weiß nicht, ob Sie hinten diese Zahlen noch sehen können, deswegen lese ich sie vielleicht mal vor. Also Kohle hat von 2000 bis 2011 um 7% abgenommen, Kernenergie um 12% und Wasser um 1%, Wasserkraft dafür hat Erdgas um 5%, Wind um 6%, Biomasse um 5% zugenommen und Photovoltaik um 2%. Also so schlimm sieht es eigentlich gar nicht aus. Nun vielleicht noch mal ganz kurz zu den Windrädern, ich komme darauf noch im Einzelnen, 6% mehr in 11 Jahren. Nun, wir haben heute an Nenninstallationen, an Nennleistungen von Windrädern in Deutschland weit mehr als alle Kernkraftwerke zusammen. Aber nur 16% ungefähr ihrer Nennleistung ist wirklich nutzbar. Dann fragt man sich ja, wie kommt denn das? Darüber will ich kurz sprechen, über diese Gründe, wie das zustande kommt. Und was wir hier also feststellen, es ist eigentlich gar nicht so viel passiert und dennoch haben wir bereits sehr starke Veränderungen in unserer Struktur, Landschaften, Strompreise und so weiter, obwohl wenig passiert ist. Darf ich die nächste Folie bitte? Ja, gut. Der Plan der Bundesregierung, der ist vielleicht ganz interessant. Vielleicht hier noch, ich sehe gerade, hier ist noch etwas, das werden Sie vielleicht schlecht sehen, deswegen muss ich es schildern. Wir haben also Landschaftsveränderungen, Stromkostensteigerungen, wir haben Probleme mit der Netzstabilität. Wir hatten im letzten Winter, waren wir kurz vor dem Blackout, da komme ich noch ganz kurz darauf zu sprechen, kurz vor dem Zusammenbruch der Stromversorgung. Wir verschenken Strom ins Ausland in großen Mengen. Das wird von den Grünen oft als Argument dafür gebracht, wir haben ja genug Strom, das funktioniert doch alles. Ja, dafür fehlt aber irgendwann auch mal wieder Strom. Wie kommt das eigentlich? Nun gut, bitte nächstes Foto. Foto wollte ich sagen, die nächste Folie. Plan der Bundesregierung, ganz kurz nur, Papier ist geduldig, aber wenn man sich das anschaut, was da vorgesehen ist, kann man zumindest ganz neutral nur sagen, das wird Nordkorea werden, wenn das in die Realität umgesetzt wird. Also der Stromverbrauch soll beispielsweise um 25% bis zum Jahr 2050 sinken. Sinken. Das wird einige Einschränkungen beinhalten. Es soll 6 Millionen Elektroautos mal geben, bei 25% sinkendem Stromverbrauch. Und wir wollen 80 bis 90% der CO2-Emissionen einsparen. Also ich will darauf nicht näher eingehen, das ist absolut unrealistisch, aber es steht in der Schrift vom Bundesministerium für Technologie, Wirtschaft und Forschung. Also Sie können es lesen. Nächste Folie bitte. Ja,
Nun, was heißt eigentlich Energiewende? Was ist denn da nun eigentlich gemacht worden und was ist vorgesehen? Wenn man es ganz einfach mal ausdrückt, ist Strom aus Kohle und Uran soll nunmehr durch Wind, Strom und Sonnenstrom ersetzt werden. Das ist eigentlich der Zweck, die Idee. Und die Energiewende hat damit begonnen mit Fukushima, wissen Sie alle, plötzlich umschwenken. 17% deutsche Kernkraftwerke haben wir, die stehen noch. 8 davon wurden sofort abgeschaltet, die laufen also nicht mehr. Es geht weiter, 2015, 16, 19, je ein weiteres Kernkraftwerk wird abgeschaltet. Im Jahre 21 und 22 jeweils 3 Kernkraftwerke. Dann sind also keine Kernkraftwerke mehr da. Das soll also die Energiewende im Wesentlichen sein. Und wir müssen ja einen Ausgleich dafür haben. Der Ausgleich soll sein Wind, Photovoltaik und Strom aus Biomasse. Nun, wenn man die Probleme sich jetzt mal anschaut der Energiewende, dann stellt man schnell fest, es gibt eigentlich kein Mengenproblem. Ich hatte Ihnen schon gesagt, es sind mehr Windräder Nennleist installiert als Kernkraftwerke, aber wir haben ein Fluktuations- und ein Speicherproblem. Das ist das Entscheidende, denn man kann Strom nicht speichern. Strom hat keine Masse, also im großen Maßstab kann man es nicht speichern. Und der Strom, den wir hier bekommen, Biomasse ausgenommen, fluktuiert. Die Natur entscheidet, wann Strom fließt und wann kein Strom fließt. Das heißt, wir haben in vielen Zeiten zu wenig und wir haben in vielen Zeiten zu viel Strom. Nun, das bedingt, dass wir zum Teil Strom ins Ausland verschenken müssen und noch draufzahlen müssen, dass das Ausland uns diesen Strom abnimmt. Die Lösung dieses Problems, da wir nicht speichern können, Pumpspeicherwerke gehen in Deutschland auch nicht, wir haben gar nicht die topografischen Voraussetzungen dafür. Die Lösung des Problems sind Schattenkraftwerke, sogenannte Schattenkraftwerke. Das sind Gaskraftwerke, die schnell reagieren, schnell hochgefahren werden können und schnell runtergefahren werden können, die immer einspringen, wenn der Windstrom im Wesentlichen oder der Sonnenstrom nicht da ist. Das kostet natürlich einen Haufen Geld. Die müssen ja gebaut werden, finanziert werden, betrieben werden. Und Sie sehen sofort daraus, dass für jede Kilowattstunde Windstrom eine Kilowattstunde Schattenkraftwerkstrom installiert sein muss. Das heißt, Sie können grundsätzlich durch grüne Energien kein einziges fossiles Kraftwerk einsparen. Das ist also in der Öffentlichkeit eigentlich wenig bekannt. Die gleiche Leistung wird nochmal installiert, muss installiert werden, denn wir brauchen ja den Strom. Sie können ja nicht sagen, plötzlich irgendwann einmal, ja, das fehlt 10%, dann bricht ja alles zusammen. Also, das halten wir mal fest, durch Windräder und Photovoltaik können keine klassischen Kraftwerke eingespart werden. Ja, die Konsequenz bis jetzt, die Stabilität der Stromnetze und die Versorgungssicherheit sinken. Denn das wird Ihnen jeder Fachmann der Elektrotechnik sagen, wenn Sie Fluktuationsstrom einspeisen, das tut für Netz nicht gut. Es muss ja immer so viel eingespeist werden, wie verbraucht wird. Wenn es dauernd wackelt, das geht natürlich nicht. Strom wird extrem teuer, das wissen wir schon. Seine Verfügbarkeit wird zum Glücksspiel. Wenn man mal so ein bisschen abschätzt, diesen Winter wird nichts passieren, aber 2015, 16 wird es kritisch, wenn noch 2 weitere Kernkraftwerke weg sind. Dann wird, wenn nichts passiert, die Gefahr eines Blackouts steigen. Und hier muss ich eine kleine Randbemerkung machen. Viele von Ihnen sehen ja vielleicht ganz gern diese schwedischen Krimis, nicht? Die sind ja fürchterlich blutrünstig. Also was Schöneres gibt es ja eigentlich nicht für einen Genießer dieser fragwürdigen Sachen. Aber ich habe was Besseres für Sie. Schauen Sie sich mal die Drucksache 1756-72 des Deutschen Bundestages an. Notieren Sie sich's mal. Da wird beschrieben, was passiert, wenn ein langfristiger Stromausfall stattfindet in der Bundesrepublik. Ich garantiere Ihnen, diese Drucksache als Bettlektüre ersetzt jeden schwedischen Krimi. Wir hatten sowas schon mal. In Hannover gab es Plünderungen, nur wegen eines kurzen Stromausfalls. Der war nicht lang, wenige Stunden, weil das Kernkraftwerk in der Nähe zu schnell abgeschaltet worden ist. Wir haben, auch vielleicht mal für die Wirtschaft da, wir rechnen mit 1 Milliarde Schaden pro Stunde Blackout in der Bundesrepublik. Kann ich bitte die nächste? Ja, die Folgen der Energiewende ganz schnell hier. Sie sehen,
im Vergleich die Stromkosten, hier ist das, die sind die Jahre aufgetragen, hier sind Cent pro Kilowattstunde, Frankreich geht runter, USA bleibt ungefähr so, bei uns geht es steil rauf, das letzte ist eine Schätzung hier, wie es weitergeht, also wir werden weiter bluten müssen. Wir haben natürlich auch noch andere Schäden, wird vielleicht ein bisschen übersehen, Landschaften offensichtlich, aber auch Flugtiere. Wird oft gesagt, ja, da passiert ja nichts, man sieht ja nichts. Natürlich sehen sie nichts. Die zerschredderten Vögel und Fledermäuse, die werden von den Krähen und werden von den Füchsen sofort aufgefressen. Also da passiert sehr viel. Leute, die Windräder propagieren, sind keine Naturschützer mehr. Muss man ganz deutlich sagen. Die Grünen sind keine Naturschützer mehr, sind Naturschädigende. Wir haben metertiefe Betonfundamente und Waldschneisen in Naturschutzgebieten inzwischen. Das geht ja noch, aber die werden sie nicht mehr los. Die abzubauen, jetzt schon, die Aufgabe ist wahrscheinlich, also da ist der Abbau des Atlantikwalds damals aus dem Dritten Reich ein Kinderspiel dagegen. Das kriegen sie gar nicht mehr raus, das Zeug. Und sie haben natürlich Anrainerschäden durch Windkraftanlagen. Jeder, der ein Haus in der Nähe hat, hat den Wertverlust seines Hauses zu befürchten. Sie haben Infraschallschädigungen. Medizin wird Ihnen sagen, dass da doch einiges im Busch ist. Und Tourismus, wenn Tourismus irgendwo ist, natürlich auch. Und unsere Versorgungssicherheit sinkt. Können Sie bitte noch mal eins weiter? Ja, jetzt natürlich der Nutzen. Was ist denn der Nutzen dieser ganzen Geschichte? Nun, wir haben 16%, zufällig ist es die gleiche Zahl wie vorhin, 16% Einsparung Kohle, Gas und Uran. Man kann ja mal rechnen, es gibt kein Energiekostenszenario, das die Energiewende rechtfertigen könnte. Also diese ganzen Geschichten hier mit 16%, gerade Kohle und Gas werden ja billiger. Kein Kostenszenario kann das rechtfertigen. Ja, aber wie rechtfertigt es denn die Politik nun? Jetzt frage ich Sie mal, was macht denn die Politik? Ganz einfach. Es gibt zwei Hauptargumente. Das erste Argument ist, CO2 sei klimaschädlich. Komme ich gleich noch darauf zu sprechen im zweiten Teil. Wenn wir uns mal anschauen, die globalen CO2-Emissionen, die sind gelb eingezeichnet, die von Deutschland, sehen wir, dass wir im Jahre 2012 0,8 Milliarden Tonnen hatten, die Welt hatte 31,9 Milliarden Tonnen, das ist hauptsächlich China. Und diese Schere geht immer weiter auf. Das heißt, wir haben in 2012 gerade mal 2,5% der Welt an CO2 ausgestoßen. Wenn wir davon noch etwas einsparen, dann ist es ein Nulleffekt. Also wir können natürlich Vorbild sein, alles Mögliche, aber im Grunde genommen ist es unsinnig. Außerdem, das ist eine weitere Problematik mit Windkraftanlagen, Photovoltaik oder Biogas, kann man gar kein CO2 einsparen. Das ist also frech gelogen. Die Bilanz ist praktisch null. Ja, das zweite Argument, Kernenergie sei extrem gefährlich. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, wenn ich diese Folie hier bringe, dann lebe ich gefährlich. Aber ich kann Ihnen nur die Fakten schildern. Wenn Sie mal sich anschauen, Tote pro Terawattstunden Energie. Welche Energieform ist am gefährlichsten? Das ist die Kohle an allerersten Stelle. Das sind meistens aus dem Bergbau. Dann kommt das Erdöl, dann kommt das Erdgas und so weiter, Torf, auch Wind. Die Leute, die fallen ja manchmal von den Dächern. Und Kernenergie ganz unten, 0,04 an letzter Stelle. Das sind die Todesopfer, die bei Uranabbau zu Tode gekommen sind. Jedes Jahr haben wir in Deutschland 4.000 Tote ungefähr im Straßenverkehr, aber seit es Kernkraft in Deutschland gibt, ist noch kein einziger Mensch hier umgekommen, muss man ja auch mal sagen. Und Tschernobyl, also wenn Sie es mir nicht glauben, bitte, diese Zahlen sind, es wird mir oft nicht geglaubt, diese Zahlen sind einmal von UNSCA, das ist die United Nations Scientific Committee on Atomic Radiation, müsste eigentlich Nuclear Radiation heißen. Also das ist die offizielle Stelle der UN. Und dann selbst die Zeit vom 21.04.2011, können Sie googeln. Selbst die Zeit hat einen Artikel darüber geschrieben. Also es war Tschernobyl, waren 30 plus 19 Tote.
mehr nicht direkte Tote von dem Unglück. Fukushima gab es überhaupt kein Opfer. Also ich rede über so, auf dem Stammtisch rede ich darüber nicht mehr, weil mir dann entgegengehalten, das waren Zehntausende und so, es hat gar keinen Zweck. Aber das nur ganz kurz. Wenn man beurteilen will, ob Kernenergie nun wirklich so gefährlich ist, es ist die sicherste Energieform, die es überhaupt gibt. Machen Sie bitte weiter. Ja, jetzt nochmal für mehr so fürs Technische, aber Sie verstehen dieses Argument sicherlich auch wer kein Techniker ist unbedingt. Es gibt Hauptkriterien, technische Hauptkriterien für ein Kraftwerk, das elektrischen Strom erzeugt. Unter Kraftwerk verstehe ich jetzt auch eine Photozelle und ein Windrad. Und unter diesen drei Hauptkriterien wollen wir uns jetzt mal die alternativen Energien anschauen. Zunächst mal ist das Hauptkriterium das erste, Kostengerechtheit. Eine Methode muss kostengünstig sein. Sonst fallen wir im globalen Wettbewerb zurück. Nun, das ist bei unzureichender Leistungsdichte von Wind und Photovoltaik kann das niemals der Fall sein. Der entscheidende Punkt ist, dass das Medium Sonne und Wind einfach zu geringe Leistungsdichte hat, um damit ordentlich Energie ernten zu können. Das sehen Sie sofort. Sie können sich im Schwimmbad, können Sie sich nackt hier zumindest hier in die Sonne legen, passiert nichts. Aber Sie können in keinen Kohleofen reinsteigen, da verbrennen Sie sofort. Oder Sie können sich gegen Wind stemmen, aber Sie können nicht, wenn Sie mit dem Kajak fahren, im Wildwasser, dann würde ich Ihnen nicht raten, ins Wasser zu fallen. Da sehen Sie sofort, was da für ganz unterschiedliche Energiedichten im Spiel sind. Wenn Sie mal Zahlen hören wollen, kann man sich sehr, sehr leicht merken. Merken Sie sich mal die Zahlen, die sind sehr einfach. Und zwar sind das die Zahlen, was kriegt man aus einer Windmühle, aus einer Windturbine heraus, auch einer ganz modernen Windturbine. Da ändert sich nicht viel, die Wirkungsgrade, die können Sie nicht mehr ändern, da ändert sich nichts. Pro Quadratmeter Propellerfläche, die der Propeller überstreicht, das sind in Deutschland, in Bayern, Baden-Württemberg 6 Watt pro Quadratmeter. Wer ein bisschen Bescheid weiß, das ist eine Taschenlampe, das ist eine frühere Taschenlampe. Mehr ist das nicht. Sie haben allerdings in der Nordsee 70 Watt pro Quadratmeter, das ist zehnfach in der Nordsee. Also hierzulande, Baden-Württemberg, Bayern, ist es ein Irrsinn, Windräder zu installieren, völliger Unfug. Wenn überhaupt in der Nordsee. Photovoltaik genauso. Können Sie sich auch sehr leicht merken. Merken Sie sich, 10 Watt pro Quadratmeter Photozelle reicht völlig. In Deutschland, ganz Deutschland gilt das. Im Norden ist es ein bisschen weniger, hier unten im Süden ist es ein bisschen mehr. Wenn Sie also wissen wollen, was Ihre Anlage mal bringt, multiplizieren Sie das, Ihre Quadratmeter, mit 10 Watt und dann multiplizieren Sie das Ganze mit der Zahl der Jahresstunden, sind 8700 Jahresstunden, da haben Sie die Strommenge, die Sie ernten können mit Photovoltaik. Also die Zahlen sollten Sie sich merken, 6, 70, 10. Ja, ganz einfach. Nun, das zweite Kriterium ist, das ist das K.O.-Kriterium für grüne Energien, die sind nicht bedarfsgerecht, weil die Natur die Stromlieferung übernimmt, aber nicht, wann wir sie brauchen. Das heißt, hoffnungslos, Sie können das nicht ändern. Sie können da nichts gegen tun. Es kommt bei Windrädern noch das V-hoch-3-Gesetz dazu, was ich gleich erklären werde. Das verschlimmert die ganze Sache noch. Und das dritte Kriterium ist die Skalierbarkeit. Diese Methoden sind nicht skalierbar. Was heißt das? Nun, wir haben hier eine Raumplanung. Und wir haben eine Stromnetzplanung. Also wenn wir ein neues Kraftwerk brauchen, dann müssen wir es ja irgendwo hinstellen. Wir können ja nicht einfach sagen, jetzt nehmen wir mal 100 Quadratkilometer und knallen da was hin, dann haben wir ein Kraftwerk. Und diese Methoden, Windkraftanlagen und Photovoltaik, sind nicht der Raumplanung und der Netzplanung anpassbar. Denn sie müssen sehr große Windradfelder bauen und die müssen sie auch noch dort bauen, wo Wind bläst, nämlich in Norden Deutschlands, Schleswig-Holstein oder in der Nordsee. Und dann müssen sie den Strom auch noch transportieren. Das kostet nochmal Geld. Also ist das völlig unsinnig. Dass dann der Bau der neuen Stromleitung entspricht, wird in dem Kriterium 1. Können Sie nochmal draufdrücken, bitte? Also, man kann ganz kurz sagen, geringe Leistungsdichte
heißt hoher Materialaufwand. Sie müssen einen riesigen Propeller bauen, um das bisschen Energie, was Sie haben, einzufangen. So können Sie sich vorstellen. Das bedeutet großen Platzbedarf und das bedeutet hohe Umweltschädigung. Diese Methoden sind extrem umweltschädigend. Das ist einfach eine Tatsache. Vielleicht noch ganz kurz das V3-Gesetz. Das ist jedem Ingenieur ist das bekannt, zumindest jedem Hydraulikingenieur. Die Maximalleistung, wenn Sie hier mal Prozente der Maximalleistung sich anschauen, gegen die Windgeschwindigkeit, sehen Sie, das ist keineswegs linear. Also man würde sagen, nehmen wir mal an, der Wind bläst 10 Meter pro Sekunde, dann kriegt man eine Leistung A heraus von dem Windrad, jetzt bläst er 20 Meter pro Sekunde, kriegt man zweimal A raus. Das ist nicht der Fall. Das ist ein V3-Gesetz. Und hier ist die Kurve, die Sie sehen. Und die bedeutet, dass Sie nur ein kleines Fenster des Windrads überhaupt zur Verfügung haben, wo der Betrieb nützlich ist. So, das heißt, wenn Sie so auf der Autobahn fahren mit Ihren Kindern, nicht, und die Windräder drehen sich ein bisschen und ganz leicht säuselt der Wind so, da fließt keine Energie mehr. Das sieht bloß so aus, die drehen sich weiter, aber da wird nichts passieren. Also Sie müssen schon 3/4 der Windgeschwindigkeit haben. Sie haben ein kleines Fenster. Und die Konsequenz davon, wenn Sie sich mal hier anschauen, 50%, also bei Hälfte der Maximalgeschwindigkeit haben Sie nur rund 10% Leistung, mehr nicht. Das heißt, Sie haben einen Schwankungsbereich des Windes von 50%, aber einen Schwankungsbereich der Leistung von 100%. Also das Fluktuationsproblem verstärkt sich nochmal durch dieses V3-Gesetz. Und hier sehen Sie mal, wie das aussieht. Das ist Windradstrom, der wackelt wie ein Lämmerschwanz und der muss natürlich dann von Gas Schattenkraftwerken ausgeglichen werden. Also ich sage das nicht, weil ich irgendwie ideologisch gegen Windräder bin. Ich habe auch nichts gegen die Leute, die das bauen. Das sind hervorragende Ingenieure, gar keine Frage. Aber ich muss einfach ganz schlicht als Techniker und Wissenschaftler sagen, Windräder und Photovoltaik sind für die Stromerzeugung einer Industrienation wie Deutschland ungeeignet. Sind einfach ungeeignet. Höchstens für Nischenanwendungen in Entwicklungsländern. Aber für ein Deutschland oder für ein großes Industrieland sind sie ungenannt. Also da gibt es so einen schönen Vergleich, den fand ich ganz gut, als ich den mal gehört habe. Energiewende mit Windrädern ist so, als wenn man jetzt alle Autos, alle Straßen, alle Autobahnen sagt, gibt es nicht mehr, dafür bauen wir Kanäle und eben Segelschiffe. Das ist die Energiewende. Ja, über Flugtiere brauche ich nicht zu sprechen. Es haben sich schon die Karikaturisten darüber hergemacht. Grün sind keine Naturschützer. Ein echter Naturschützer würde diese Geräte, diese Maßnahmen niemals unterstützen. Bitte weiter. Ja, noch mal ganz kurz, was das bedeutet, die Schattenkraftwerke. Sie müssen, hier habe ich die Regelleistung, ich nenne das mal Regelleistung, Schattenkraftwerke grün, hier ist gelb, Entschuldigung, grün ist Wind und Sonne. Sie müssen immer die gleiche Regelleistung bereithalten. Hier braun ist im linken Szenario die klassische Energieversorgung mit Kohle, Gas und so weiter. Das geht noch, denn Sie haben hier die gesamte installierte Leistung. Das ist das Braune plus zweimal das hier drauf. Also ein bisschen mehr als Sie brauchen, haben Sie schon. Aber wenn Sie das Vollszenario Energiewende haben, also fast alles mit grünem Strom, bauen Sie fast alles auch Schattenkraftwerke. Das heißt, Sie haben doppelt so viel Leistung installiert, die Sie gar nicht brauchen. Das heißt immer noch nicht, dass Sie 100% grünen Strom haben. Aber Sie haben doppelt so viel Kraftwerksleistung installiert. Das ist also wirtschaftlich und technisch gesehen also nicht sehr sinnvoll. Ich will es mal schwach ausdrücken. Ja, weiter bitte. Ja, die Stromkosten oder die Kosten, hier ist von Ganteföhr, Kollege von mir, das mal aufgetragen. Sie sehen hier sehr schön, hier unten spielt sich die Moderne ab und hier ist Mittelalter, nicht? Hier oben Holz, Baukohle, Wind und so weiter. Das heißt, Sie haben sehr hohe Kosten, sehr hohen Flächenverbrauch, wobei hier noch nicht mal die Kosten für Speicherung oder Schattenkraftwerke eingerechnet sind. Bitte weiter noch. Erntefaktor genauso, das ist eine neue Größe, die ist ganz interessant. Wenn Sie sich mal
Erntefaktor heißt, Sie schauen sich über die Lebenszeit des Kraftwerks die erhaltene Energie an, dividiert durch das, was Sie aufwenden mussten, um dahin zu kommen. Bau, so gehört sogar die Förderung von Kohle und so weiter dazu. Und da werden Sie finden, dass grüne Energien die geringsten Erntefaktoren haben. Die höchsten Erntefaktoren haben Kernenergie. Und wenn jetzt, es sind ja viele Leute, die gutgläubig sind, sagen, ja, ich beziehe mal grünen Strom, obwohl der Strom ja keine Farbe hat, nicht? Die machen genau das Verkehrte. Sie müssten, um umweltbewusst zu sein, müssten sie Strom mit dem höchsten Erntefaktor beziehen. Das ist Kohlestrom und Kernkraftstrom, aber kein grüner Strom. Sie machen genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich wollen. Wieder weiter. So, Produktivität und Flächenverbrauch von alternativen Energien. Ja, nur mal ein Beispiel. Produktivität ist ja nun die wichtigste Größe. Das weiß jeder von Ihnen, der in die Zeitung schaut. Ein Land, das nicht produktiv ist, Griechenland, ist am Rand, nicht? Wenn die Produktivität da niederliegt. Schauen wir uns mal die grünen Energien in Richtung Produktivität an. Nehmen wir mal das Jahr 2010. Da hat ein einziges Braunkohlekraftwerk 3 Gigawatt mit 700 Mitarbeitern Leistung gehabt übers Jahr. Photovoltaik von ganz Deutschland, ungefähr die Hälfte, 1,4 Gigawatt, mit 130.000 Mitarbeitern. Wenn Sie es ausrechnen, ist also Kohle 400 Mal produktiver. 400 Mal. Sie können sich auch mal den Flächenverbrauch, den Rechten. Bitte, können wir hinterher das machen? Überall. Photovoltaik, ah ja, die Dinger, die Zellen müssen hergestellt werden. Die 700, die arbeiten in den Kraftwerken selber. Und, ja, ja, natürlich. So, wenn Sie sich jetzt mal anschauen, den Flächenverbrauch, nur rechnerisch, also rechnerisch die Stromleistung, die wir brauchen, um ganz Deutschland zu versorgen, dann bräuchten Sie bei Photovoltaik zweimal das Saarland. Sie müssen also zweimal das Saarland mit Photozellen bepflastern. Das wäre aber immer noch kein brauchbarer Strom, denn die Sonne scheint nicht immer. Sie müssten bei Windrädern 3,5-mal das Saarland nehmen und bei Biomasse hätten Sie 80% von Deutschland zu nehmen. Wir haben ja jetzt schon Maismonokulturen. Und diese Nachteile von Wind und Sonne und Biogas, möchte ich nochmal betonen, die sind naturgesetzlich. Da kann man nichts dran ändern. Also ich hatte mal in einem Vortrag einen so netten Jurastudenten, der hat hinterher gesagt, also was Sie erzählt haben, ist alles Quatsch. Mein Computer, der hat seine Leistung innerhalb von wenigen Jahren verhundertfacht. Das muss doch hier auch der Fall sein. Ja, habe ich ihm gesagt, also mehr als eine Kuh im Euter hat, können Sie auch nicht rausholen. Und das ist hier einfach der Fall. Wenn die Energiewende weiter umgesetzt wird, dann ist es zwangsläufig, dass wir DDR-Zustände bekommen an der Zuteilung Stromwirtschaft und an der Mangelwirtschaft. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist. Es geht jetzt schon los, indem wir an uns wahrscheinlich Smart-Stromzähler vorschreiben, die dann den Verbrauch, den individuellen Verbrauch weitermelden und ähnliche Dinge mehr. Will ich nicht weiter darauf eingehen. Was man nur sagen kann, es gibt keinen sachlichen Grund für die Energiewende. Ich kann keinen finden. Und wir wären die erste Industrienation der Geschichte, die dabei ist, mutwillig ihre Energiestruktur selber zu zerstören. Also wieder weiter. So, jetzt kommt mal wenigstens mal der Titel des Vortrags, Wende der Energiewende. Was müssten wir denn machen eigentlich? Kurzfristig und länger. Kurzfristig, man müsste die Planung und Durchführung der deutschen Energieversorgung wieder zurück in die Hände von unabhängigen Fachleuten legen. Politiker, grüne Ideologen, Greenpeace oder Tageträumer oder gar Theologen, wie bei der Ethikkommission, haben hier nichts zu suchen. Zweitens, die Restlaufzeiten der Kernkraftwerke müssten, so wie sie ursprünglich vorgesehen waren, wieder aktiviert werden. Wir haben die sichersten Kernkraftwerke der Welt. Man braucht aber keine neuen zunächst mal zu bauen. Das überlasse ich mal der Diskussion nachher. Warum? Es hat keine Sicherheitsgründe, keine neuen Kernkraftwerke zu bauen, sondern es hat wirtschaftliche Gründe. Es lohnt sich nicht. Es wird sich aber lohnen nach mehreren Jahrzehnten. Aber das ist eine andere Geschichte. Das EEG, das Energieeinspeisungsgesetz mit allen Besitzansprüchen und Subventionen, muss fallen.
Es sollen wieder freie Marktbedingungen für die Stromanbieter herrschen. Das Einzige, was hoheitlich bleiben muss, ist der Umweltschutz, strenger Umweltschutz, der jetzt mit Füßen getreten wird. Längerfristig würde uns nichts anderes übrig bleiben, als neue Braun- oder Steinkohlekraftwerke zu bauen. Vor allen Dingen Exploration von Schiefergas und Bau von Gas-Dampf-Kombikraftwerken ist ganz wichtig. Die wenigsten von Ihnen werden es wissen, aber die USA erleben zurzeit einen Boom, auch in der Wirtschaft, durch Schiefergas und Schieferöl. Die sind dabei, sich wieder kräftig zu erholen und wir sind zum Gasexporteur schon geworden. An sechster Stelle Beteiligung Deutschlands an EU-Projekten zur Entwicklung moderner Brutreaktoren der vierten Generation. Auch das wird Ihnen nicht in der Presse gesagt, in den Medien gesagt. Diese Reaktoren sind keine Visionen, wie die Energiewende, wie sie mal kommen soll, sondern die existieren schon im Pilotstadium. Die sind inhärent sicher. Inhärent sicher heißt, da kann absolut nichts mehr passieren. Und zweitens, sie haben kaum noch Abfall durch das Transmutationsverfahren. So, das war's. Das ist der erste Teil. So, jetzt ganz schnell. Ich hoffe, ich bin in der Zeit. Der zweite Teil Klima. Auch hier herrschen die eigenartigsten verquerten Vorstellungen. Zunächst mal ist ja immer vom Klima, der Klimawandel, der bedroht uns, der Klimawandel. Also was Ihnen wahrscheinlich gar nicht klar ist, Klimawandel hat es schon immer gegeben. Oft sehr viel heftiger als heute. Konstantes Klima ist völlig unmöglich. Es gibt kein konstantes Klima, hat es noch nie in der Naturgeschichte gegeben. Es gibt auch kein globales Klima. Früher hat man das in der Schule gelernt. Es gibt Klimazonen von tropisch bis polar. Da der Klima sich dauernd wandelt, können Sie es auch nicht schützen. Das geht gar nicht. Also Sie müssten beim Schutz des Wetters anfangen. Also der Begriff Klimawandel ist völliger Unsinn schon mal. Es geht nicht. Damit ist was anderes gemeint. Nun, Klima gehört zu den komplexesten Vorgängen, die wir kennen in der Physik. Gar keine Frage. Kann man dennoch eine Risikoabschätzung mal vornehmen? Kann man etwas dazu sagen? Ich meine schon, man muss sich dazu aber sehr stark beschränken. Man muss zum Beispiel fragen, wie unterscheiden sich denn die Temperaturen, die wir jetzt seit der Industrialisierung messen und erleben, von denen, die es in der Vergangenheit gab? Wenn die sich stark unterscheiden, dann ist irgendwas passiert. Wenn die sich nicht stark unterscheiden, dann ist die Frage, was passiert ist. Und wir müssen etwas zum erwärmenden Einfluss des CO2, des menschgemachten CO2 lernen. Dann machen Sie gerade weiter, bitte. Nun, ich will ganz kurz in die Vergangenheit mal gehen. Das ist vielleicht ganz interessant. Hier sehen wir, das sind jetzt Millionen Jahre, 600 Millionen Jahre zurück, also schon eine ganz schöne Zeit, die Temperaturverläufe und die CO2-Verläufe. Und Sie sehen zwei interessante Dinge. Wir haben in einem Großteil der Erdvergangenheit viel wärmeres Klima gehabt als heute. Das heißt, die Eiszeiten, die Eiszeitalter, muss man genau sagen, die definiert sind von der Wissenschaft als gleichzeitige Vereisung beider Pole, waren die Ausnahme. Hier und hier, nur zweimal bisher. Also der Normalfall sind eisfreie Pole. Ferner sehen wir, dass CO2 stetig abgenommen hat in der ganzen Zeit, ist auch verständlich, durch die Photosynthese, Pflanzen und so weiter. Und wir sind hier unten, also das ist unsere Konzentration, ungefähr 400 ppm und 800 ppm wäre Verdopplung. Also ganz unten sind wir hier. Bis jetzt ist nichts viel passiert. Mit 800 ppm ist sowieso Schluss, aber das ist eine andere Sache. Kann ich in der Diskussion erklären. Würden Sie bitte eins weitermachen? So, jetzt würden Sie vielleicht fragen, ich habe gesprochen, Vergangenheitstemperaturen, woher erkennt man die denn überhaupt? Hat ja keine Thermometer gehabt. Nun, hier zeige ich Ihnen mal aus der Antarktisstation Eisbohrkerne. So ein Eisbohrkern, 10 cm Durchmesser. In der Antarktis können Sie bis 2,5 Kilometer runtergehen, so tief ist dort die Eisdicke. Und aus diesen Eisbohrkernen können Sie, wenn Sie Schnitte machen, die Vergangenheitstemperaturen herausholen. Man nennt das Proxytemperaturen. Bitte nächste Folie. Und hier sehen wir mal so einen Verlauf
bis 400.000 Jahre, jetzt sind wir schon näher an unserer Zeit, aber immer noch ganz schön weit weg, 400.000 Jahre vor unserer Zeit. Und das sind ziemlich regelmäßige Verläufe. Das heißt, wir haben, das ist unsere Temperatur hier oben, das heißt, wir haben die meiste Zeit, war es viel kälter und wir hatten nur in relativ kurzen Zeiten Spitzen, wo es wärmer war. Eine Spitze war zum Beispiel hier, ungefähr 120.000 Jahre vor unserer Zeit. Da hat man hier an Rhein und an der Themse Überreste von Flusspferden gefunden. Also so warm war es. Wir sind jetzt hier, ganz hier rechts. Und Sie sehen, wenn Sie das mal ernst nehmen, was hier so passiert, dieses zyklische Verhalten, das geht wieder runter. Das heißt, die nächsten 1.000, 2.000, 3.000 Jahre, kein Mensch weiß, das wird es wieder bitterkalt werden. Mindestens 6, 7 Grad kälter als heute. Das wird eine Katastrophe werden. Das ist unabweichlich. Sie werden jetzt fragen, warum unabweichlich? Wer sagt denn, dass das so weitergehen muss? Nun, diese Verläufe, diese zyklischen Verläufe sind so mindestens das Einzige, was bis heute die Wissenschaft über Klimawandel erklären kann. Das sind die berühmten Milankovitch-Zyklen. Das heißt, die Ursachen sind astronomischer Art. Exzentrizitätsänderung der Erdachse, Neigung der Erdachse und weitaus mehr. Nächste, bitte. So, wenn wir jetzt ungefähr 10.000 Jahre zurückgehen, da sehen wir hier, hört die letzte Eiszeit auf und dann schwankt es, wobei, was passiert denn da dauernd? Ach da, wobei es den größeren Teil der Zeit wärmer war als heute. Es war wärmer. Zwei Drittel der Zeit, früher war es wärmer als heute. Wir hatten aber auch kalte Perioden, zum Beispiel die berühmte kleine Eiszeit Ende des 17. Jahrhunderts. Kennen Sie alle von den Winterbildern, den holländischen und ähnliches mehr. Wir hatten aber auch Klimaoptima, also in unserer Nähe war das mittelalterliche Klimaoptimum, besonders zu erwähnen, Hildegard von Bingen, das war so diese Zeit. Und jetzt glücklicherweise ist es auch wieder ein bisschen wärmer. Bitte nächste. So, jetzt gehen wir mal nur 250 Jahre zurück. Und hier gibt es schon die ersten Temperaturen mit Thermometern gemessen. Die verlässlichsten Reihen sind nicht viel, eine Handvoll sind es eigentlich, nur zwei Handvoll. Prag, Paris, Wien, München, Hohenpeißenberg, Kremsmünster. Und Sie sehen ganz charakteristisch, im 19. Jahrhundert hat es ungefähr so abgekühlt, wie es im 20. Jahrhundert sich erwärmt hat. Also wenn man jetzt vom 20. Jahrhundert sagt, dass die Erwärmung war durch Industrie und so weiter, dann muss man natürlich auch die Antwort beantworten, was war denn dann die Abkühlung im 19. Jahrhundert? Wir wissen es nicht. Bis heute wissen wir es nicht. Die Abbildung ist aus einer Veröffentlichung von mir mit zwei anderen Kollegen im CP-Heft. Machen Sie mal bitte weiter. Ja, jetzt schauen wir uns die allerjüngste Zeit an, also 20. Jahrhundert ab 1900. Das sind also hier jetzt sogenannte Globalreihen der NASA, von CAU und von uns selber. Wir haben da auch eine Veröffentlichung drüber geschrieben. Und Sie sehen, wir haben zwei langfristige Abkühlungsperioden, nein, die zweite nicht, aber eine langfristige Abkühlungsperiode von 1930 ungefähr bis 1970. Und jetzt wird es wieder kälter, also seit ungefähr 1995, 96 wird es wieder deutlich kälter. Das ist noch nicht klimarelevant, denn Klima ist definiert als 30-jähriges Mittel von Temperaturen. Also hier haben wir das noch nicht, aber immerhin, es wird kälter. Glauben Sie nicht, was Ihnen von den Medien immer erzählt wird. Selbst der Deutsche Wetterdienst schreibt gegen seine eigenen Veröffentlichungen an. Also wenn Sie hergehen und die Zahlen von Deutschland beispielsweise sich mal auftragen, wird es kühler, aber die medialen verlautbaren, es wird immer heißer. Gut, diese Abkühlung passt mit dem stetig ansteigenden CO2 nicht zusammen. Ist ja ganz klar, das sieht man sofort. Man weiß aber auch nicht, was es war. Bitte die nächste. Ja, jetzt natürlich die große Frage, das ist ja die Frage, um die es die ganze Zeit geht. Sind wir schuld an irgendetwas? Beeinflusst der Mensch die Erdtemperaturen? Nur ich kann Ihnen nur sagen,
Ich veröffentliche selber auf dem Gebiet, ich arbeite auf dem Gebiet. Es gibt keinen Nachweis in der Fachliteratur, dass das der Fall sein könnte. Man versucht es immer wieder zu zeigen. Es gibt Hinweise manchmal, aber es gibt keinen Nachweis. Und im 20. Jahrhundert ist der Vergleich der Temperaturverläufe mit den vergangenen Jahrhunderten völlig normal. Wir hatten Zeiten, wo die Veränderungen wesentlich heftiger waren, sogar sehr viel heftiger. Das war zum Beispiel in der, es geht gar nichts mehr, doch, oder? In der Weichsel-Kaltzeit, da hatten wir innerhalb eines Menschenlebens Temperaturänderungen bis zu mehreren Graden. Heute spricht man von Zehntelgraden. Ich glaube, wir machen es ganz aus. Dann. Machen Sie den doch einfach weg. So, ist da noch was da jetzt? Hallo? Ja, ja, das geht doch auch. So, nun, wir haben es auch offiziell. Immerhin hat der Wissenschaftliche Beirat für globale Umweltveränderungen der Bundesregierung in 1997 geschrieben, können Sie nachlesen, ist im Internet, können Sie alles sich anschauen, auf Seite 8, wegen der hohen natürlichen Klimavariabilität ist es sehr schwierig nachzuweisen, ob der Mensch die beobachtete Klimaänderung mit verursacht hat. Daran hat sich bis heute nichts verändert. Sie können auch im Klartext das lesen, den Nachweis gibt es nicht. Machen Sie bitte eins weiter. So, jetzt komme ich zu meiner vorletzten Folie. Sie werden schon wahrscheinlich aufatmen, ne? Dankbar. CO2, das wäre zu viel, wenn ich da jetzt so viel zu erzähle. Ich habe es mal in Punkten gemacht, die hoffentlich ein bisschen eingängig sind. Mehr kann ich in der Kürze der Zeit nicht bringen. Wir haben einen CO2-Kreislauf. CO2 entsteht natürlich bei der Wachstum von Pflanzen, wird auch ab, bei der Verrottung. Also wir haben einen Kreislauf, es geht wieder ins Meer, es kommt aus dem Meer wieder raus und so weiter. Diesen Kreislauf beeinflusst der Mensch mit genau mal 3%. Das ist also praktisch nichts. CO2 ist der wesentliche Bestandteil, das müssen Sie an der Schule noch wissen, von der Photosynthese. Also ohne CO2 gäbe es gar keine Pflanzen. Es gäbe keine Tiere, es gäbe keine Menschen. Es ist also kein industrielles Schmutzgas, das ist völliger Unsinn. CO2 entsteht aber auch bei der Verbrennung. Also zum Beispiel, wenn Sie ein Auto betreiben und Benzin verbrennen, entsteht auch CO2, das Sie übrigens nicht wegfiltern können. CO2 hat nichts mit den Bildern zu tun, die Sie immer so, wird ja immer in den Medien so ein Bild gezeigt, ein Kraftwerk, das stößt dann so große Wolken aus, nicht? Und dann war irgendein Artikel über CO2 dabei. Das hat überhaupt nichts mit CO2 zu tun. Also die Wolken, die ausgestoßen werden, sind heutzutage, wenn gut gefiltert wird, nichts anderes als Wasserdampf, weil gekühlt werden muss. Und das, was ausgestoßen wird, das sehen Sie überhaupt nicht mehr. Mit Filtern kann man heute alles wegfiltern. Das ist ein kleiner Schornstein irgendwo, ganz irgendwo, da kommt das CO2 raus, das ist unsichtbar. Was wenige von Ihnen wissen, CO2, mehr CO2 regt das Pflanzenwachstum an. Also das ansteigende CO2, was wir bis jetzt hatten, hat auch dazu beigetragen, dass die Welt besser ernährt werden konnte. Also wenn Sie das CO2 verdoppeln, hat man ungefähr 50% Ertragssteigerung bei Weizen. Also das kann ja nicht abgestritten werden, aber die Alarmisten sagen dann, ja, aber auch die Schädlingspflanzen, die nehmen ja auch zu. Ja gut, natürlich, aber es ist so. Fragen Sie mal irgendjemand aus Ihrem Bekanntenkreis, wie viel Prozent er schätzt, dass CO2 in der Atmosphäre sind. Also Sie werden da so Zahlen hören, 20%, 30%, das ist also fürchterliches Gas. Nun, stimmt nicht, es sind gerade mal 0,04 Volumenprozent, also 400 Parts per Million. Ja, es sind Spurengas. Selbst Argon, das Edelgas Argon, ist häufiger in der Atmosphäre enthalten. Vom Menschen verursacht, das ist der Fall. Wir haben tatsächlich die CO2-Konzentration in der Atmosphäre in 100 Jahren von 300 ppm auf 400 ppm vergrößert. Das sind aber gerade mal 10 Moleküle, jetzt geht wieder nichts, in 100.000 Luftmolekülen. 10 Moleküle in 100.000 Luftmolekülen, also 10 Einwohner von Heidelberg ungefähr.
die machen dann diese schrecklichen Dinge. Kriegen wir uns auch hin? Hören Sie mich da hinten? Ich kann auch ein bisschen laut reden. Ah, jetzt geht's wieder. Also die Technik ist da irgendwie noch nicht so ganz so. Jetzt können Sie sich natürlich fragen, das wird ja auch immer wieder alarmistisch behauptet, ja, wenn wir so weitermachen, das steigt ja immer weiter an, irgendwann wird die ganze Sache katastrophal. Nun, ich kann Ihnen versichern, das ist nicht der Fall. Wir haben gar nicht so viel fossile Brennstoffe. Bei 800 ppm ist es Schluss. Mehr ist nicht drin. Nun, erwärmt denn CO2 die Atmosphäre? Ah, jetzt geht's wieder. Die Physik sagt ja, direkt messen kann man es nicht. Aus spektroskopischen Messungen, also Labormessungen, lautet die Theorie, zwischen ungefähr 0,5 Grad und 1 Grad bei CO2-Verdopplung, also wenn wir bei 800 ppm sind. 0,5 bis 1 Grad sind nicht bedenklich. Also hier gibt es keinen Grund, das zu fürchten. Im Gegenteil, wenn es kälter wird, wären wir vielleicht froh, wenn CO2 ein bisschen warm machen würde. Ein wichtigster Punkt, es gibt ja so viel, also das kann ich alles nicht darauf eingehen, schmilzt die Arktis ab und so weiter, dieser ganze Quatsch, aber wenn wir in der Diskussion kann ich gerne noch dazu Folien zeigen und auch ein bisschen was erklären. Aber der wichtigste Punkt sind sicherlich Extremwetterzunahmen. Es wird ja immer behauptet, wenn alles ruhig ist, ist Ruhe. Aber wenn irgendwo ein Wintersturm ist oder wenn irgendwo eine Dürre ist oder irgendwo ein Hurricane, das ist die globale Erwärmung. Nun, ich weiß nicht, ob Sie das IPCC kennen. Ich glaube, die meisten von Ihnen werden das schon mal gehört haben. Das Intergovernmental Panel on Climate Change, also die UN-Klima. Ja, sagen wir mal, Institution, die veröffentlicht in regelmäßigem Abstand Berichte. Da werden die Kenntnisse zusammengefasst und wir haben jetzt zweimal schon Berichte über die Extremwetterentwicklung im Jahr 2001, Kapitel 2.7, weiß ich auswendig, nichts aufzufinden. Es gibt keine Nachweise für zunehmende Hurricanes. Also Katrina zum Beispiel war ein schlimmer Hurrikan, aber die Jahre danach war wieder nichts. Jetzt hatten wir wieder den Sandy. Das ist normal. Das war früher genauso. Früher wurde bloß nicht so oft darüber berichtet. Dann haben wir den Extremwetterbericht von 2012, der ist gerade mal ein paar Monate alt. Genau das Gleiche. Also ich kann Ihnen versichern, bis heute sind keine Extremwetterzunahmen zu verzeichnen. Ja, woher kommen denn diese ganzen Alarmmeldungen? Ganz einfach. Es gibt auch Klimamodelle auf Rechnern, die ziemlich fiktiv sind, denn die Vergangenheit können sie nicht abbilden. Und mit diesen fiktiven Klimamodellannahmen, da können sie irgendwas reinstecken, da kriegen sie natürlich alles raus, was sie wollen. Da kriegen sie natürlich auch Extremwetterzunahmen heraus. Nochmal, jetzt kommt der ja. Ja, und ganz zum Schluss, jetzt aber wirklich die letzte Folie, verspreche ich, zum Nachdenken über CO2 in Politik habe ich ein kleines Rechenbeispiel. Da brauchen Sie keinen Taschenrechner, Sie brauchen bloß aufzupassen und zu sehen, was die Politik mit Ihnen treibt. Wir haben ja die Auto-CO2-Steuer. Ein Riesenzirkus jetzt wieder. Jetzt wird die Industrie bei uns gezwungen, ihre Flotte, habe ich gerade in der Zeitung gelesen, auf 100 Gramm CO2 pro Kilometer zu begrenzen. Schauen wir uns doch mal an, wie das sich verhält mit dem CO2 in dem Auto. Schauen Sie mal in Ihren Kfz-Schein rein. Dann werden Sie sehen, Ihr Auto, je nachdem, was Sie fahren, so rund und roh, 150 Gramm pro Kilometer CO2 wird ausgestoßen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Macht bei 10.000 Kilometern, so viel fahren wir ungefähr, 1,5 Tonnen CO2 im Jahr. Können Sie folgen? Wenn jemand nicht folgen kann, bitte Hand heben. Macht bei 1 Milliarde Autos weltweit 1,5 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr durch Autos. Schlimm. So, jetzt schauen wir uns mal den Mensch an. Uns, hier, so wie ich da stehe. Ein Mensch atmet im Jahr 0,4 Tonnen CO2 aus. Kannst du in jedem Medizinbuch nachlesen, im Internet können Sie es nachlesen, steht überall da. Muss man gleich aufpassen, weil das Argument oft kommt, na, Tiere machen das ja auch, das ist ja naturneutral. Bloß bei uns ist es nicht naturneutral, denn zur Erzeugung unserer Existenz
stoßen ja sehr viel CO2 aus. Allein beim Brotbacken brauchen sie 0,7 Liter umgerechnet Erdöl für ein Laib Brot. Also das, was wir ausatmen, entspricht im Grunde genommen dem, was wir an CO2 beim Kochen und so weiter, bei der Nahrungsanpflanzung und allem Möglichen in der Landwirtschaft erzeugen. So, wir haben 7 Milliarden Menschen, atmen also 0,4 Tonnen mal 7 gleich 3 Milliarden Tonnen CO2 aus. Das ist das Doppelte des weltweiten Autoverkehrs. Ich würde Ihnen empfehlen, Ihrem Vertreter, Ihrem politischen Vertreter mal nahezulegen, vielleicht eine Atmungssteuer einzuführen. Das ist jedenfalls sehr viel sinnvoller als die CO2-Autosteuer. So, ich danke Ihnen. Das war, Moment, ich habe noch eine kleine Sache. Eins weiter. Ja, Resümee. Ach ja, Resümee. Also, Risiko, ich sprach ja von Risiko. Die Natur nimmt auf uns keine Rücksicht. Extremwetter, Vulkanausbrüche, Erdbeben, Seuchen, wir müssen uns vor diesen Dingen schützen, das ist ganz klar. Die Natur ist uns nicht freundlich gesonnen. Das sind Birkenstock-Sandalenträgerinnen, die das immer glauben, nicht? Also nichts gegen diese Mädels, aber das ist so. Wir müssen uns gewehren und wir müssen uns schützen. CO2-Vermeidung ist kein Schutz, ist völlig wirkungslos. Ja, doch, es gibt ein paar Leute, die davon profitieren. Das sind Profiteure und die Politik. Was ist seit Beginn der Industrialisierung passiert? Es wurde, wie schon früher, unzählige Male in der Klimavergangenheit ein bisschen wärmer. Das ist alles. Mehr ist nicht passiert. Ja, und zum Schluss Mythos. Was Medien, Politik und Wissenschaftsadvokaten Ihnen über CO2 und den Klimawandel andienen, entspricht nicht der Realität. Es sind Mythen, lassen Sie sich nicht verdummen. Denken Sie besser selber nach und informieren Sie sich bitte selber. Ja, noch ganz kurz, ich möchte natürlich auch ein bisschen Reklame machen. Was heißt Reklame? Ich habe ja schon ein Buch geschrieben, das ist in dritter Auflage, inzwischen ausverkauft, wird nicht mehr verlegt. Ich habe jetzt ein neues Buch geschrieben, Energie und Klima, das ist jetzt gerade in der Druckerei. Da sind diese ganzen Dinge sehr ausführlich beschrieben, belegt mit Rechenbeispielen, nachvollziehbar für jeden, so hoffe ich jedenfalls. Wenn Sie Lust haben, können Sie sich mal das Buch anschauen und vielleicht sogar kaufen. So, dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.